Wollt ihr das Verlies Burg Port Meriden wirklich betreten? Ja. Warum stehst du hier? Ich glaube, das waren viele. Also eigentlich stand der da, wenn man das Teil betreten wollte, bevor man den Auftrag hatte. Dann hat er gesagt, ihr habt hier nichts zu suchen. Oh ja, ist nur ein kleiner Mini-Glitch, das ist nicht wichtig. Also rein da. Oh. Oder bist du der, den wir gerade gesehen haben? Geht und meldet euch bei Ivan. Nein. Töten. Und du siehst auch neu aus. Du hast eine ganz neue Grafik. Also so sahen die vorher, glaube ich, nicht aus. Egal. Töten. Töten. Sehr ungewohnt, die Reihenfolge. Das machen wir rückgängig. Höret, höret. Nee, gehen wir schon. Das ist das dritte Mal, dass wir hier drin sind. Die Tür scheint anderswo geöffnet zu werden. Was aber nicht heißt, dass ich nicht wieder den Weg verlieren werde. Und ey, komm her. Tong, 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 tong. Tong, 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 tong. Tong, 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 tong. So, Flächenschaden. Hallo, Flächenschaden. Britzel. Spalten. Wurzeln. Oh, Elite. Ist trotzdem schnell tot. Nehme ich jetzt. Hey. Jetzt? Trick muss es wieder richten. Kennt man ja. Erstmal darum. Zauberpunkte sehen nicht so gut aus. Hier ist nix. Du trink mal bitte einen von den kleinen Trinken. Oh. Nee, nur von vorne. Wurzel, Blitz, tot. Ah, ist noch mehr drin, ne? Ajo. Hihihihi. I don't think resting here is a good idea. Verteidigen, 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 verteidigen. Flächenschaden. Wusch. Wusch, wusch. Flächenschaden. Spalten, Feuer, vorbei. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt zum Schlafen, hm? Ja, wir haben 6 Rationen. Das müsste auf jeden Fall für die ganze Burg reichen. Das habe ich, glaube ich, schon mal gedacht. Und dann saß Talana allein in der Burg. Alle anderen waren K.O. Wir hatten keine Tränke und kein Essen. Aber ja, 1, 2 sollten wir Vorrat behalten. So, was zum Looten ist hier nicht. Da ist ein Fass. Hauen, rennen, wurzeln, wurzeln. Hauen, 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 weg. Was auch immer so eine komische Mondseidenspinne hier drin macht. Oh. Krabbenwachen. Kommt her, Krabbenwachen. Wusch. Wir standen. Oh, das ist gut. Au. K.O. 5 Runden lang betäubt. Ja, das ist nicht so schön. Das da. Schutz. Flammen. Und wieder standen? Ernsthaft? Kasan. So, Bestiarumseintrag, den will ich mir mal angucken. Da, Miliz. Keine Widerstände gegen Elementarsachen. Und bei ihm sehen wir es noch nicht. 50 gegen Primär, 50 gegen Erde. Nix, nix, nix. Minus 25 gegen Feuer. Bei denen wissen wir es noch nicht. Hä? Das ist nicht so gut. Wir werden nie wieder auf die treffen. Das haben wir doch alles schon gemacht. Also zumindest gehe ich davon aus, dass wir nie wieder eine Elite Kenshi treffen werden.
Weil wir werden ja immer stärker und dann würden wir die irgendwann one-hitten. Das wäre albern, wenn uns das Spiel das entgegenwerfen würde. Aber na gut. Raus. So. So. Mach die großen Mana-Tränke da mal weg, die will ich eh nie trinken. Jedenfalls jetzt noch nicht. Kiste. Barbuta. Zwei Rüstungswert. Ja, nicht für dich, du hast was Besseres, aber für dich zum Beispiel. So. Weg. 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 Was mit dir? Brauch Anfänger. Macht 8 bis 10. Das ist allerdings magisch. Macht nochmal plus 3. Das war das Schlechte. Und Lederarmschienen. Zack. Plus 1. Plus 1. Plus 1. Plus 1. Kann auch weg. So. Ne Sackgasse. Jo. 2 Punkte sind okay. Was wird sich anbieten für einen Geheimgang hier irgendwo? Aber ich sehe nichts. Das erinnert mich gerade dezent an den Grimrock mit dem Wände abklappern, aber hier muss man keine Knöpfe drücken. Also eine kleinen versteckten Knöpfe, was irgendwie schade ist. Alle Schalter sind so riesig klobig, aber vielleicht finden wir später noch was anderes. Hallo. Ein Elite-Gegner fast in einer Runde umgehauen. Sehr schön. Verteidigen, verteidigen. 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 Feuerball. Britzel. Spaltenwurzel. So. 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 Nochmal Britzel. Spalten. Kein Mana mehr. Wurzeln. Oh, was war das? 5 Windschaden auf Gerubern. Die Formeln werden langsam richtig interessant hier. Blitzstrahl. So, gleich kaputt. Und weg. Ein Zaubertrank, noch ein Zaubertrank, noch ein Zaubertrank. Wir haben jetzt schon 8 von den mittleren Dingern gefunden. Ich denke, es wird immer mehr werden und irgendwann brauchen wir die kleinen gar nicht mehr. Das heißt, wir können die jetzt ruhig verbrauchen. Zumal wir sie eh noch bekommen. Scheint von woanders gesteuert zu werden. Scheint von woanders gesteuert zu werden. Stimmt, daran erinnere ich mich. Ich weiß nicht mehr, wo der Schalter dafür war. Aber ich glaube, man muss einfach nur ganz weit zurückgehen. Auf der anderen Seite des Dungeons was machen. Genau hier. Und dann ging es da drüben auf. Karlik. Feuerball. Britzel. Au, au. Usch. Level Ups. Sehr schön. So, Level Ups für Tirik und Talana, weil die halt, ne, am meisten Kills abstauben durch ihre Flächenzauber. Vitalität hatten wir gerade erst gesteigert, das heißt, wir gehen auf Geist und Magie. Bei dir genauso. Warum machst du so viel Magie plötzlich? So. 3 pro Attributspunkt. So. Ich war mir eigentlich sicher, dass wir es immer so gemacht haben, Vitalität, bei allen 3 Magiebegabten gleich. Und dann Geist und Magie gleichermaßen steigern, aber dass sie immer gleich hoch waren. Jetzt weiß ich nicht, warum da plötzlich dieser Vierersprung war zwischen denen. Aber na gut. Fähigkeiten. Feuer, Feuer, Feuer. Kann es jetzt Meister werden, das kriegen wir bestimmt erst in Sea Haven.
Dann du könntest Schild lernen, kannst aber kein Speer und Schild gleichzeitig benutzen. Was nicht so wirklich schwer ist. Du könntest Streitkolben lernen. Eher magischen Foki, ja. Euer kritischer Zauberschaden steigert sich um 30%, wenn ihr einen magischen Foki führt. Und der kann Großmeister drin werden. Das ist. Bestätigen. Das ist besser als sie. Das ist genauso gut wie sie. Also unser Zwerg, der keine Hexe benutzen darf und ein Speer in die Hand gedrückt bekommen hat, obwohl er eigentlich ein Feuermagier ist, soll jetzt den Speer ablegen und dafür eine kleine bunte Kugel in die Hand nehmen. Wie die beiden Frauen in der Gruppe. Ich weiß nicht, wie viel Dirk mit sich machen lässt. Das könnte problematisch werden. Na gut, Mystique. Wir brauchen unseren ersten Expertenbonus hier. 5% läppert sich dann schon. Also, bestätigen. Jo. Du, Luft, Luft, Luft. Kannst da auch Meister werden. Fertig. Bestätigen. Oh, Fass. Dunkelrote Flüssigkeit. Warm macht. Sehr schön. Macht 21. Also dank Buff und so, aber trotzdem. Dabei fällt mir auf, jetzt im neuen Komplettspiel habe ich bisher noch keine Falle gesehen. Also in der Presseversion übrigens auch nicht. Die hatte ich nur gesehen in der allerersten Version, wo es nur Akt 1 gab. Und da waren sie sehr komisch. Müssen wir mal im Auge behalten. So, das. Oh, die schön alle auf einem Feld. Komm her. Sehr schön. So, das und das und Piu und Girgon ist vergiftet. Oh, das ist nicht so schlimm. Wir verbrennen einfach alles. Zack, zack. Und entgiften. So, Stufenanstieg Girgon. Das ist schon komplizierter. Der braucht nämlich alles. Alles, alles, alles. Außer Magie, Glück und Geist. Okay, Geist wird ein bisschen helfen, aber nicht so wirklich. Das Wichtigste war eigentlich Macht und Wahrnehmung über 20 wegen den Fallen und dergleichen. Oh, ich sehe gerade einen Haken. Das sind nicht die Grundattribute, sondern sind die gebufften Attribute. Deswegen waren die Werte hier auch so komisch bei den anderen. Kann ich dich inzwischen wegklicken? Ja, kann ich. So, schon besser. Also Macht auf 20, Wahrnehmung auf 20. Vitalität so. Und ich denke mal, Wahrnehmung 20 reicht dann auch erstmal für eine Weile. Und beim nächsten Stufenaufstieg können wir uns auf Vitalität konzentrieren. Chance auf Crit wird für Ausweichen. Nee, nee, nö. Fertig. Fähigkeiten. Du bekommst Schild, dass du als Experte nehmen kannst. Licht. Kann schließlich Großmeister Licht werden. Das solltest du irgendwann nochmal angehen. Ah, Ausweichen ist wichtiger als Tank. Wo ist Ausdauer? Ausdauer kannst du nicht, weil du noch kein Experte bist. Kriegsführung wollen wir auch noch trainieren. Überhaupt. Da kommen ein Punkt in Kriegsführung, sonst kommen wir da nie auf den grünen Fuß. Und einen ausweichen. Kann er eh nur Experte werden, weil ein Kreuzritter nicht ausweicht. Der hebt sein Schild, der weicht nicht aus. Bestätigen. Du, Trank, du, Trank, du, Level up. Da. Da. So. Fähigkeiten. Erde, Erde, Erde. Nee, nee. Mystik, so dass er Experte werden kann. Dann Erde.